Mit uns wird es weitergehen an die deutsche Seite, an den Max, der jetzt jemanden ankündigen wird und der eben auch in Deutschland oder für Deutschland auftritt. Vielen Dank, lieber Max Hönem. So, noch einmal Dankeschön an den Thorsten Schulte. Und ich darf nun auf der deutschen Seite den ehemaligen Polizisten am Bernd Meilen ankündigen. Der wird uns ein paar Worte sprechen. Wir stellen schon, also Bernd, um ein paar Worte von dir. Hallo Österreich! Hallo Deutschland! Von hier oben einfach beeindruckend. Ich freue mich ganz arg, dass ich hier sein darf. Außerdem ehrt es mich sehr. Es gibt ein bisschen so komische Meldungen. Es ehrt mich sehr und ich bin tief berührt, dass ich vom Alexander Ehrlich... Das geht nicht. Na? Okay. Aber ich... Es ehrt mich sehr, dass ich hier heute die Friedenstage vom Alexander Ehrlich übernehmen darf. Der Wahnsinn. Wie ist es denn jetzt? Jetzt ist gut. Alexander Ehrlich, Dankeschön, dass du mich stellvertretend für den Karl Wilz ausgesucht hast, mir heute die Friedensfackel zu übergeben. Hätte ich nicht gedacht. Das freut mich sehr. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Sven Bayerlein. Ich bin seit 15.10.2020 vom Dienst suspendiert, war vorher Dienstgruppenleiter bei einer mittelfränkischen Polizeiinspektion und zwischenzeitlich habe ich mit dem Verein Polizisten zur Aufklärung gegründet. Aus dem Grund, weil ich die Polizisten, die ganzen Kollegen und Kolleginnen aufklären will, einen für die Wahrheit sorgen will und natürlich, dass ich die Bürger, die Demonstranten und die Polizisten zusammenführen will, weil ich oder wir wollen natürlich für Frieden und Freiheit weiterhin sorgen und nicht für Unfrieden. Das ist uns ganz, ganz wichtig und liegt uns sehr am Herzen. Ich spreche auch im Namen der Polizisten für Aufklärung. Und was ich hier heute sehe, das zeigt mir, dass wir auf einem guten Weg sind. Letzte Woche schon in Wien, das hat mich sehr beeindruckt. Ich erhoffe mir auch weiter, dass das Ganze auf uns, auf Bayern, auf Deutschland überschwappt. Und Wien hat sicherlich eine Signalwirkung gezeigt. Dankeschön dafür. Nachdem ich heute auch viele Kolleginnen und Kollegen hier sehe, die wieder im Einsatz sind, möchte ich, dass vielleicht einige zuhören, das würde ich mir wünschen, auch die österreichischen Kollegen und Kolleginnen, sind alle noch ziemlich jung und ich habe auch viele junge Kolleginnen gesehen. Bitte, ein guter Tipp. Es gibt sehr gute Informationsquellen und Plattformen, unter anderem den Corona-Ausschuss.de.
Ich bitte euch ans Herz legen, die 37. Sitzung des Corona-Ausschusses einmal anzusehen, ab Stunde 3:55. Da geht es um die Impfung und um die Gefahren, die die Impfung mit sich bringt. Die jungen Kolleginnen, die hier stehen, ihr wollt vielleicht, einige von euch wollen noch Mütter werden und Kinder bekommen. Schaut euch das an. Und ihr werdet über die Impfung danach anders denken. Ich will es jetzt nicht in die Länge ziehen, es ist sowieso schon alles gesagt. Aber vielleicht noch zum Schluss. Für Frieden, für Freiheit, alle zusammen. Für Frieden, für Freiheit, jawohl. Dankeschön. So, Dankeschön an Bernd Mellen.